Falls du das nicht kennst. Dex, sei nett zu meinem Freund hier. Er fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie auch gleich geschrottet werden. Fährst du auch mit? Nein, Mann. Ich veranstalte auch Rennen für Anfänger, falls du aus der Übung bist. Ja, ja, du bist lustig, super lustig. Überleg's dir einfach. Wir sprechen uns nach dem Rennen. Viel Glück! Zu gehen ist leicht. Die Kunst ist, sie zu behalten. Ich dachte, du bist noch ein Rookie. Das wird eine ganz enge Nummer. Und ich bin im Ziel. Nicht übel. Ich glaube, du kommst hier klar. Aus, als würdest du mit dem Wagen gut klarkommen. Pass auf. Am besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit. Ich habe leider keine mehr auf Lager, aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen und ich baue es dir dann ein. Die Sache mit dem Showdown ist die. Um mitzuhalten, musst du deinen Wagen aufrüsten und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles klar. Wenn du bei mir einen Wagen kaufst, ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter. Wenn du zum Tuning-Shop fährst, kannst du auch gleich mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Und manchmal, zur richtigen Zeit, ist das auch heute noch so. Er ist geschlossen? Ich dachte, diese Stadt lebt fürs Racing. Ja, aber heute findet alles auf den Straßen statt. Da braucht man kein Raceway mehr. Mein
Kommt schon, macht auf! Ich höre euch da drin doch! Lass gut sein! Ist der hier von Lucas? Ja. Kennst du ihn? Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Oh, das bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Dann beweis mal, dass du nicht nur rumlaberst. Da sag ich nicht nein. Gib mir dein Handy. Ich bin Anna. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding griffbereit. Ich melde mich bei dir. Du schon mal zu den Keys fahren. Es gibt da eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich habe dir eine App runtergeladen. Danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Hey, Dex hier. Ich habe deine Nummer von Lucas. Oh, hi. Hör zu, falls du an deinem Können feilen willst. Ich veranstalte manchmal abseits des Showdown ein paar Trainingsrennen. Ohne Druck. Es geht nur um Spaß und ein paar Preise. Außerdem kenne ich ein paar wilde Geschichten über Lucas. Klingt gut. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Rennen ansteht. Bis dann. Bist du beschäftigt? Nein, ich nehme mir gerade eine Auszeit. Das freut mich. Es ist nämlich so, die Leute denken bei Palm City immer nur an Downtown und den Strand, aber das ist bei weitem nicht alles. Geh auch mal vom Gas, genieß die Landschaft und fahr rauf in die Hügel. Man kann seit Jahren hier leben und trotzdem immer noch was Neues entdecken. Fraß also nicht einfach nur von A nach B, sondern geh das ganze Alphabet durch. Mach ich. Sonst alles gut? Ja, klar. Ich wollte nur sicher gehen, dass der Wagen keine Zicken macht. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Entspann dich und sieh dich um. Wir sehen uns. Thank you.